In dieser Demo möchte ich Ihnen einmal praktisch zeigen, wie Linked Data Search den Alltag von Konstrukteuren entsprechend unterstützen kann, wie man sich leicht zurechtfinden kann. Und was Sie hier sehen, ist im Grunde eine einfache Suchseite, ein einfacher Suchschlitz, wo ich meinen Suchbegriff eingeben kann. Um das Ganze ein bisschen leichter verständlich zu machen, haben wir hier schon mal auch so eine Art Filtermöglichkeit vordefiniert, wo man sagen kann, mich interessieren jetzt zum Beispiel speziell Requirements. In unserem Beispiel haben wir Requirements aus verschiedenen Requirements-Management-Systemen entsprechend berücksichtigt. Wir haben hier aus der Systems Engineering-Welt Systeme und Funktionen etabliert. Wir haben natürlich die Bauteilinformationen aus den jeweiligen PDM-Systemen und PLM-Systemen. Wir haben aber auch die korrespondierenden Tests für Teile, Baugruppen, Systeme, Requirements und so weiter berücksichtigt. Abgerundet wird das ganze Beispiel durch eine Anbindung an ein Change-Request-System und last not least natürlich die verantwortlichen Personen, die einen Change initiiert haben, die ein Bauteil freigegeben haben oder eine Zeichnung erstellt haben und, und. In diesem Szenario haben wir uns hier dann mal am V-Modell orientiert und gesagt, typischerweise beginnt das ja links oben mit den Requirements und endet irgendwo mit den Bauteilen und den Bauteiltests, also den jeweils korrespondierenden Tests auf der jeweiligen Ebene. Erweitert wird das Ganze zum Beispiel hier in der Demonstration durch Simulationsergebnisse, durch Changes, durch eine erste Produktionsplanung und eben, wie schon vorhin gesagt, die relevanten Personen. Und wir haben uns hier an der Stelle mal überlegt, wie kann man das Ganze ein bisschen veranschaulichen. Dazu freuen wir uns, dass wir von unseren Freunden vom Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung dieses 3D-Motorrad zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das haben wir in dieses Beispiel hier mal entsprechend integriert und haben zusätzlich auch noch einen 3D-Viewer mit integriert, den ich Ihnen nachher am praktischen Beispiel auch noch mal zeigen möchte. Im Moment setze ich also mal die Mütze des Konstrukteurs auf und beschäftige mich damit, dass meine Marktforschungskollegen gesagt haben, mir mitgeteilt haben, dass ein Change ansteht, der basiert auf einer Kundenstudie. Die Kunden haben bemängelt, dass die Abgasrohrführung so ein bisschen abschreckend wirkt und ich möge doch bitte diese entsprechend verlängern und ein bisschen tiefer legen, damit die Rohre hinter dem Fahrersitz erst enden. Und ich muss jetzt mal überlegen, wie kann ich das jetzt am einfachsten bewerkstelligen? Normalerweise müsste ich also jetzt in mein Change-System mich anmelden und mir anschauen, welche Detailinformationen finde ich da. Ich müsste mir dann wahrscheinlich im nächsten Schritt mein PLM-System aufmachen, um herauszufinden, welche Bauteile sind davon betroffen. Ich müsste gegebenenfalls im ERP-System nachschauen, gibt es dazu schon eine Produktionsplanung, ist da schon was vorgesehen oder ist es bereits in Produktion? Wer sind die relevanten Personen, die ich vielleicht fragen kann, wie man es am besten löst, die das Ganze ursächlich mal von den Requirements her definiert haben zum Beispiel? Gab es oder gibt es entsprechende Tests, die das Bauteil, die Baugruppe oder auch das gesamte System testen und welche Requirements steckten ursächlich mal dahinter? Also im Grunde die ganze Thematik versuchen zu erfassen. Und deswegen gehe ich jetzt hier mal, also wir haben hier so einen Link eingebaut, aber ich kann das natürlich auch selber hier oben mal eintippen auf das Abgassystem. Sie sehen, das gibt hier so ein Autocomplete, wie man das eben von einer Google-Suche zum Beispiel auch kennen würde, wo ich jetzt zum Beispiel mal das hintere Abgasrohr mir zur Anzeige bringen kann. Und ich sehe hier in der Mitte die Informationen mit den etwas detaillierteren Metainformationen. Ich erkläre das nachher nochmal ein bisschen ausführlicher, wie das so aufgeteilt ist. Möchte jetzt erstmal bei meinem Beispiel bleiben. Ich habe hier diesen Change Request von der von der Marktforschungsgruppe bekommen und zwar speziell von dieser Kollegin Svenja Grunert hier.
Und die haben, wie gesagt, den Wunsch geäußert, dass dieses Abgasrohr entsprechend verlängert werden soll und hinter dem Fahrersitz erst rauskommen soll. Diesen Change kann ich mir jetzt im Detail anschauen. Ich bin also jetzt auf dieses Artefakt draufgegangen, sehe entsprechende Meta-Informationsdetails zu diesem Change-Request. Das müssen natürlich oder sind sinnvollerweise nicht immer vollständige Informationen aus dem jeweiligen Change-System, kann aber ein definierbarer Umfang sein. Wichtig ist dabei, dass ich jetzt hier direkt auch in das Change-System abspringen könnte. Also ich kann das Ganze hier als diesen Link Data Search benutzen als Information Hub, um tatsächlich als Informationsdrehscheibe, um in die jeweiligen Quellsysteme, in denen der Change, das Bauteil, das Requirement etc. gepflegt werden, entsprechend drin sind. Um aber mir jetzt erstmal einen Überblick zu verschaffen, was hängt denn eigentlich an diesem Change alles dran, gehe ich mal hier auf diesen Reiter Related. Also welche anderen Artefakte haben denn eine Beziehung zu meinem Change und sehe hier eine ganze Reihe entsprechend wieder aufgelistet, zum Beispiel den Requirements-Test. Das eigentliche Requirement, die Baugruppe, die Produktionsplanung für die Baugruppe. Ich kann hier auch einzelne Bauteile schon sehen, zum Beispiel Bauteile, die in-house entwickelt wurden. Ich kann die Baugruppen sehen und so weiter und so fort. Also ganz unterschiedliche Artefakttypen und die kann ich entsprechend natürlich auf der linken Seite auch filtern. Und damit das ein bisschen übersichtlicher wird, haben wir uns hier mal so ein bisschen einen speziellen Filter oder einen Filter-Visualisierungskomponente ausgedacht, die eben anzeigt, okay, du interessierst dich jetzt gerade für diesen Change und dieser Change, der hat natürlich irgendwo eine Relevanz auf einen Requirement-Test, denn da wurde ja schon was getestet und nicht so für besonders gut befunden. Und dieser Test hat natürlich eine Relation zu dem ursächlichen Requirement, was dann getestet wurde. Genauso hat dieser Change aber eben auch eine Implikation, einen Impact auf diese Baugruppe hier. Und diese Baugruppe wiederum hat entsprechende Bauteile, Komponenten und sie hat auch offensichtlich schon eine Relation zur Produktionsplanung. Das heißt, ich kann also allein schon aus dieser Art der Visualisierung, und das kann man beliebig gestalten, erkennen, dass es da offensichtlich auch schon Informationen in der Produktionsplanung gibt, möglicherweise sogar auch schon in der Produktion selbst. Also mit diesem V-Modell haben wir im Grunde jetzt einfach mal so eine andere Form der Visualisierung gemacht. Und hier rechts auf der Seite werden dann die entsprechenden Detailinformationen zu den jeweiligen Artefakten angezeigt. Und wenn ich hier auf dieses i drüber fahre, dann bekomme ich eben schon gleich eine weitere, detailliertere Vorschau auf andere zusätzliche Metadaten, eben die entsprechend in der jeweiligen Komponente entsprechend vorgesehen sind. So, was mich also jetzt etwas konkreter interessiert, ist das Assembly. Deswegen sage ich mal ganz bewusst, ich filtere mir mal alle Assemblies, das sieht man dann auch hier, was man gefiltert hat. Ich kann auch innerhalb dessen, was ich gefiltert habe, weiter suchen. In dem Fall sind es aber nur zwei Baugruppen, also Assemblies, die da drin stecken, nämlich einmal die dazu eine Beziehung haben, Entschuldigung, einmal das Abgassystem an sich, das heißt, das ist ein direkter Treffer, der hat eine direkte Abhängigkeit. Diese Customer Study hat eine direkte Beziehung zu dieser Baugruppe. Und ich kann zusätzlich noch sehen, die Baugruppe Powertrain, und hier kann ich über den Pfad auch sehen, wie das zustande gekommen ist, nämlich die Kundenstudie hat eine Beziehung zu dem Abgassystem und dieses Abgassystem contained in, also ist enthalten in dem übergeordneten Assembly Powertrain. Okay. Mich interessiert also jetzt das Abgassystem. Da klicke ich jetzt mal drauf. Und kann jetzt wiederum sehen, welche Informationen, welche Artefakte gibt es dort. Hier sieht man zum Beispiel, bei den Baugruppen gibt es so einen Selbstbezug. Das heißt, das sind dann wiederum die ist enthalten in oder ist Bestandteil von. Also diese Selbstbezüge zeigen hier an, dass Baugruppen wiederum in Baugruppen enthalten sein können, hierarchisch aufgebaut.
Ich sehe genauso hier zum Beispiel Tests, die eine Verbindung haben zu dem Abgassystem, was im Fahrwerk enthalten ist. Gibt es eben den Fahrwerkstest und so weiter und so fort. Und was mich jetzt im Speziellen natürlich interessiert, hier gibt es also zum Beispiel auch schon Produktionsplanungen, ist aber im ersten Schritt mal das Bauteil selber. Und dazu gehört eben zum Beispiel hier dieses das hintere Abgassystem. Ich könnte jetzt natürlich an dieser Stelle genauso wieder filtern, könnte sagen, zeig mir mal bitte nur die Teile in dieser Baugruppe. Und dementsprechend sehe ich das jetzt hier natürlich viel einfacher. Alternativ könnte ich jetzt aber auch schon sagen, zeig mir das nicht in Listenform an, sondern wir haben dazu so einen speziellen Graph-Viewer gebaut. Dieser Graph-Viewer zeigt im Grunde über eine definierte Distanz an, welche Abhängigkeiten gibt es. Also hier bin ich jetzt zum Beispiel auf dem Assembly, auf der Baugruppe Abgaskomponenten. Und das ist diese mittlere Baugruppe, die hier so ein kleines bisschen versteckt liegt, weil das ja doch eine ganze Menge Abhängigkeiten sind. Ich kann das aber selber manuell so ein bisschen mir zurechtschieben. Diese Abgaskomponenten sieht man also, haben eine Relation zum Beispiel zu dem Abgastest. Die haben eine Relation zu dem vorderen Abgassystem, zu dem hinteren Abgassystem. Diese beiden untereinander haben wieder eine Abhängigkeit zu dem Abgaskomponenten. Produktionsplan und so weiter und so fort. Also ich kann hier auch grafisch die Abhängigkeiten sehr gut erkennen und ich kann diese Ansicht auch benutzen, um da direkt drauf zu navigieren, weil mich interessiert jetzt mal im ersten Schritt dieses hintere Abgasrohr und da klicke ich jetzt mal drauf. Jetzt bin ich also auf einem konkreten Bauteil, auf einem Typ Part. Das könnte ich jetzt zum Beispiel in dem CAD-System öffnen, in dem das erstellt ist, aber ich habe das jetzt vielleicht gar nicht zur Verfügung oder vielleicht habe ich auch gar keine Berechtigung, diese Zeichnung aufzurufen, sondern ich habe zunächst mal die Berechtigung hier in der Linked Data Search einen bestimmten Umfang von Metadaten zu sehen, die Relationen zu anderen zu sehen, aber, und das ist jetzt hier noch neu an dieser Stelle, ich kann hier auch schon mal mir anschauen, wie sieht denn das Bauteil überhaupt aus, um mal eine Vorstellung davon zu bekommen, wenn ich selbst vielleicht gar nicht derjenige Konstrukteur bin oder war, der das ursächlich entwickelt hat. Kann ich mir das also hier schon mal angucken. Das ist so ein Fremdsystem, wie vorhin schon angedeutet von den Fraunhofer-Kollegen, was wir hier einfach mal integriert haben. Und wenn ich jetzt mehr Details dazu sehen möchte, also wie ist denn so die Situation, in die das eingebaut ist, dann kann ich hier diese 3D-Lösung von den Fraunhofer-Kollegen mal öffnen und bekomme entsprechend dieses Abgasrohr hier visualisiert. Das ist also das, was ich momentan am Wickel habe. Und hier kann ich mir jetzt wiederum auch über die rechte Maustaste umgekehrt anzeigen lassen, welche Metadaten gibt es denn zu diesem Abgasrohr, die aus der Conviva Linked Data Search Lösung stammen, und bekomme jetzt hier in einer anderen Applikation also Daten aus dem Netz mit angezeigt. Interessant ist, dass ich von hier auch direkt wieder zurück in das Netz springen kann, was jetzt an der Stelle ein bisschen langweilig wäre, denn ich bin ja von diesem hinteren Abgasrohr gekommen, deswegen wähle ich jetzt mal bewusst ein anderes Bauteil aus, zum Beispiel dieses Rücklicht, gehe da mit der rechten Maustaste drauf, sage, zeig mir mal die Conviva-Metadaten, okay, das sind eben diese, und jetzt springe ich mal in die Conviva-Linksphere-Lösung wieder zurück, und dann sehen Sie hier schon, ich bin jetzt auf der Rückleuchte, und dementsprechend bekomme ich dann auch die entsprechende Vorschau auf die Rückleuchte mit zur Anzeige gebracht. So, und das funktioniert also hier bei allen Bauteilen, die auch ins Netz zurückverlinkt sind. Das ist eine automatische Berechnung, die da stattfindet. Okay, aber ich bin ja, wie gesagt, vorher von ganz anderen Bauteilen gekommen. Ich habe ja über mein Abgassystem gesprochen. Gehen wir also mal daraufhin zurück. Das ist also, wie gesagt, mein Change. Wir waren auf dem Teil. Nämlich auf dem hinteren Abgasrohr. Wir hatten uns dazu die Details angeschaut. Wir hatten uns die Grafik angeschaut. Ich kann jetzt hier zum Beispiel auch sehen, okay, das war jetzt hier ein Kollege,
der das Ganze erstellt hat. Und wenn ich dazu jetzt zum Beispiel eine Frage habe, dann kann ich dem einfach eine Mail schicken, indem ich hier auf dieses Mail-Symbol klicke. Dann geht einfach eine Mail-Applikation auf. Oder aber ich kann den anrufen und ich habe jetzt hier zum Beispiel so einen Internet-Telefonie-Client mit auf meinem Rechner drauf. Dann kann ich hier direkt mal drauf Die von durchdingeln Ihnen auf die gewählte Nummer, die hier Rufnummer ist angezeigt nicht wird. vergeben. Das breche ich jetzt mal ab, weil der ruft da tatsächlich an und kann mich gleich erkundigen, lieber Kollege Patel, was hat es denn damit auf sich gehabt, etc. pp. Das ist mal so ein erster Rundumschlag von der Präsentation her, den ich Ihnen zeigen wollte. Was man, glaube ich, gut erkennen kann, ist, ich muss eben nicht diese x verschiedenen Systeme bemühen und dort einen User haben, mich anmelden und suchen, wo ist das zu finden, wie ist das zu finden, etc., sondern ich habe alle Informationen an einem Fleck und das fördert auch die Kollaboration, die Zusammenarbeit mit anderen Kollegen, indem ich die eben direkt kontaktieren kann, auch dazu nicht irgendwie ein internes System wie Lync oder interne Intranets aufrufen muss, um die Personeninformationen zu finden, welche E-Mail-Adresse hat der Kollege, welche Telefonnummer etc., wo sitzt er, an welchem Standort, sondern kann da direkt einfach draufklicken. Und das macht mich natürlich erheblich schneller und es hilft auch, weil es so einfach ist, natürlich die Prozesse, Qualitätsthemen etc. auf einem sehr hohen Niveau zu halten.